Cette exposition de Sarah Mazuger au FRAC Auvergne est le fruit d'une relation assez longue que nous avons établie avec l'artiste depuis plusieurs années. C'est un travail qui nous a beaucoup intéressé dans la mesure où c'est une manière très spécifique d'engager une relation à la sculpture d'une part et à la représentation du corps d'autre part. La philosophie a pendant très longtemps séparé la question du corps et de l'esprit, du corps et de l'âme. La question a toujours été de savoir de quelle manière le corps et l'esprit pouvaient se joindre dans une pensée commune. Et il y a chez Sarah Mazuger une quête qui relève vraiment de cette question-là. C'est-à-dire que ce qui lui importe, c'est pas tant de représenter un corps que de représenter son propre corps. Alors il ne s'agit pas vraiment d'autoportrait, mais d'essayer de trouver une solution pour accéder à une connaissance de soi. C'est Jean-Paul Sartre, le philosophe, qui disait qu'on ne devrait pas dire « j'existe dans mon corps, mais j'existe mon corps ». C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression, en tant qu'individu, d'être pris dans une espèce de paradoxe. On a l'impression à la fois d'habiter son propre corps, tout en étant son propre corps. Et il y a cet écart assez complexe qu'on ressent parfois et qui est vraiment au cœur du travail de Sarah Mazuger. En réalité, pour comprendre son travail, il faut vraiment avoir à l'esprit qu'elle est toujours dans son atelier à Zurich, dans un acte qui est pratiquement relèverait de la performance. C'est-à-dire que toutes ces sculptures procèdent d'empreintes qu'elle réalise sur son propre corps et qui deviennent ensuite des sculptures. Donc il faut imaginer que ces empreintes sont parfois possibles, parfois impossibles, puisque ce que je vois de mon propre corps, c'est uniquement ce que mes yeux me permettent de voir. Je ne verrai jamais ma tête, je ne verrai jamais mon dos. Et prendre des empreintes de son propre corps relève de la même difficulté. Il y a des parties du corps qui sont très très difficiles à prendre en empreinte et à transposer en sculpture. Donc c'est un petit peu ça qui est à l'œuvre dans ce travail-là. C'est cette quête de réunification entre une pensée et le corps qui habite cette pensée. Alors, cette exposition, elle s'est organisée en réunissant des œuvres des 10 dernières années du travail de Sarah Mazuger. Et puis, l'exposition présente également, de manière assez exceptionnelle, un ensemble d'œuvres qui ont été réalisées à l'occasion d'une assez formidable résidence que l'artiste a réalisée dans les ateliers du Centre de Recherche et Développement Michelin à La Doue. Donc elle a passé 6 semaines avec une équipe qui a été spécialement constituée pour elle. C'est une résidence en fait qui s'est inscrite dans un dispositif spécial qui existe au sein du ministère de la Culture qui s'appelle Art et Entreprise et qui permet à des artistes et à des entreprises de mener des projets conjoints. Donc là, pour la toute première fois dans l'histoire du groupe Michelin, un artiste est rentré dans les usines et a pu travailler avec des techniciens et avec des agents de fabrication pour pouvoir produire des œuvres en caoutchouc, évidemment. Voilà, donc en définitive, l'exposition montre vraiment le cheminement d'une pensée sur une dizaine d'années avec au milieu ce jalon qui est celui de la résidence que Sarah Mazuger a réalisée chez Michelin.
Und zwar ist es so, dass ich eine Residency hatte, 6 Wochen, in der ich im Atelier mit Gummi gearbeitet habe. Und das ist im Grunde genommen ein riesen Geschenk für jemanden, der Skulpturen macht. Weil man das Material hat, das neue Material, und in der Fabrik mit dem Materialprozess und den Arbeitern da mitarbeiten kann. Ja. Von dem her extrem positiv. Das Wrack hat mich angefragt, 3 Monate hier zu sein am Stück. Und das kann ich nicht, weil ich eine Tochter zu Hause habe. Und dann habe ich gedacht, okay, 2 Wochen ist das, was geht mit ihr und für mich. Und habe das in 3x2 Wochen dann aufgeteilt. Was sich im Nachhinein als extrem hilfreich herausgestellt hat, weil ich die ersten 2 Wochen hauptsächlich versucht habe, das Material zu verstehen und kennenzulernen. Ja. Und dann erst die Ideen für die anderen Male entwickelt habe. Deshalb war das eigentlich eine ganz gute Aufteilung. Normalerweise arbeite ich natürlich im Atelier zu Hause. Und das ist, da bin ich mit mir und der Arbeit. Und die Konzentration ist natürlich eine ganz andere. Und ich glaube, daran musste ich mich erst mal gewöhnen, weil hier ganz viele Menschen sind, die ganz offen sind und interessiert an dem, was passiert. Und gleichzeitig weiß ich manchmal am Anfang nicht ganz genau, wohin die Arbeit geht. Und es braucht dann eine Konzentration und ist fragil, um das irgendwie direkt zu erklären. Und das war, glaube ich, die größte Herausforderung für mich, so zu arbeiten. Okay. Ja. Gleichzeitig habe ich ein ganz, ganz tolles Atelier, also einen Ort bekommen, an dem ich die Arbeiten entwickeln kann. Also Domingo und Enrique sind beide ganz, ganz großartige Hilfen. Ich bin erst gekommen und dann haben sie mir sehr viel vom Materiallager gezeigt, die Maschinen erklärt, wie das überhaupt läuft. Ich hatte ganz, ganz andere Vorstellungen, was das sein könnte. Und das war unendlich hilfreich und auch im Anschluss durfte ich wählen, welches Material ich brauche und wie ich das brauche. Und ja, da waren sie immer bereit und haben immer für alle Fragen Lösungen gesucht. Und das war echt so ganz toll. Genau, und ich glaube, es ist die Schwierigkeit daran ist, dass zum einen brauche ich sie ganz doll zum Arbeiten und zum anderen brauche ich diese Konzentration. Und ich glaube, sie haben so im Verlauf der Zeit ein extrem gutes Gespür entwickelt, wann sie mich alleine lassen müssen und wann sie helfen. So, und das ist echt so ganz, ganz, ja, da habe ich einen großen Respekt. Okay. So toll. Dann habe ich aber die schwarzen Skulpturen gegossen. Eben nicht gegossen, auch nicht geformt, sondern gebacken. Okay. Genau. Und im Ofen, da gibt es verschiedene Größen von Ofen und irgendwie ist es passiert, dass je größer der Ofen wird, umso mehr Farben kommen zurück aus dem Material. Ich bin auf diese Köpfe gekommen und auf diese Köpfe bin ich gekommen, glaube ich, weil ich vor einiger Zeit festgestellt habe, dass ich Gesichter verliere, also dass ich mich nicht erinnern kann an Personen, an Gesichtern von Personen. Und habe mir so gedacht, okay, der Kopf ist eigentlich der Teil vom Kopf, in dem wir erkennen oder erkannt werden im Sehen. Deshalb hat er mich so interessiert. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist das, die Wiederholung. Und im Grunde ist es also so eine Idee von Kierkegaard, die sehr wichtig ist für mich, ist dieses Erinnern und Wiederholen sind im Grunde dieselbe Bewegung in entgegengesetzter Richtung. Und ich glaube, in der Skulptur versuche ich immer wieder, also jetzt mit den beiden Köpfen. Ich habe einen Kopf hier, dann habe ich so eine deformierte Form und einen anderen Kopf. Und es ist im Grunde genommen wie eine Einladung, sich zu bewegen um die Skulptur rum. Das war so die eine Idee. Und dann habe ich immer wieder eine Gussform, mit der ich mit Aluminium stopfe. Das ist eine Gussform von meinem Gesicht. Die mache ich. Die wiederhole ich. Also es ist immer dasselbe. Und trotzdem sieht es nie gleich aus. Und das hat mich dann so fasziniert, auch an der Qualität vom Gummi, dass man im Grunde genommen mit 2 mm kleiner, dünner, ist es anders stretchbar und flexibel so. Und ändert das ganze Aussehen. Ich glaube schon, dass ich erstmal, also so bei den Figuren nehme ich den Körper als Anlass zum Erkennen, aber gleichzeitig geht es mir darum, den Körper
zu erkennen und wieder zu verlieren. Das ist im Grunde genommen ein bisschen das, was ich vorher gesagt habe. Also wo, der wird klarer und dann, der braucht auch Editing, so wie ein Film auch. Also da geht es auch darum, dann zu sagen, okay, was brauche ich dafür, was unterstützt den Ton und was macht ihn lauter und was macht ihn, wie verliere ich ihn wieder? Und das ist immer so ein Vortasten. Ich glaube, das ist dieser Prozess, um auch zu verstehen, was will ich überhaupt oder was mache ich überhaupt. Also erstmal würde ich sagen, es ist extrem toll und es ist eine Riesenchance. Ich würde Ihnen raten, glaube ich, nicht mit einer Gussform zu kommen. Und damit meine ich aber nicht nur die Gussform, sondern auch, manchmal ist es wahnsinnig toll zu kommen und zu sehen, weil hier gibt es so viel zu sehen, was ich noch nie gesehen habe. Also so von den Prozessen, vom Material, von der Verarbeitung. Und ich glaube, dass das unglaublich inspirierend ist auch als Start. Ja. Okay. Und dann ganz sicher zu sein, dass es wunderbare Hilfe gibt. Echt ganz tolle Menschen, die sehr unterstützend sind. Prima. Ja. Danke. Okay.